Ja, hallo zusammen, ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiter Gastrippe. Und hier ist er wieder dabei. Tedkin ist back, aber aus einem anderen Clan. Er hat den Clan gewechselt, ist jetzt im Clan GX, ist aber hier unterwegs. Hier wieder mit dem Progetto M35 Mod 46, 8er Premium Panzer der Italiener. Ne, Revolver mal zieht, ihr kennt ihn. Hier auf Siegweglinie im Südosten gestartet. 9er, 8er Battle und der Ämter schon mal auf die Mitte, auf den LC Ignite, den Gegner schleit. Wir kommen gleich zur Verteilung. Und der dritte Schuss trifft, jawohl, da bleiben 241 Hitpoints und da geht er raus, der gegnerische Light. Ja, ist hier in die Mitte gefahren. Und wir haben 9er, 8er Gewittel und wir haben 7, 9er, 8, 8er Rotor, 5 Heavys, 4 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light, eine Arti. Ja, Munitionsverteilung hat er 24 mal AP Standard Munition, 240 Damage, 212 Durchschlag, 21 mal Premium Munition, APCR dabei mit 259 Durchschlag, kleines Red Kit, kleines Red Kit und Spaghetti Bolognese Mangiare. Ne? Ja, hier erstmal zwei Schüsse da oben in den Busch rein. Okay. Ja, zwei Gunmax hat er drauf, zwei Panzermodelle auf dem Rohr. Kennt er ja mittlerweile. Tja, so wie es scheint, ist dieses Replay nicht verbuggt. Ich hatte eben ein Replay von einem anderen Mitspieler. Das war komplett verbuggt. Da waren kein Kettensound und die Ketten haben sich nicht gedreht. Komisch. Ja. Oh, fährt er hier ganz außen auf diese Position K1, wo normalerweise die Arti steht. Interessante Position eben hier rüber. In Richtung T44 der letzten Position. Und wir schauen mal nach der Mission. Das ist Koalition 6. Stilett. Aha, kenne ich auch noch nicht. In Richtung Objekt 279F hat er ebenfalls aktiviert. 2:1 steht es. Interessant. Ja, der eigene Light ist auch schon raus. War auch der ELC Even 90. So, dann hat der Tedkin also den Clan gewechselt. Ich glaube, Clan GX habe ich schon mal gelesen. Da war schon mal bei mir vertreten einer. Naja, schauen wir mal. 2:3. Also es ist wirklich interessant, dass er hier hinten steht. Das ja. Ah, da kommt der T-44. Haha. Schön hinter dem Busch gefahren. Zweiter Treffer. Und der dritte Schuss geht auch rein. Fährt dann rückwärts ganz in die Ecke. Haben wir schon ausgeteilt hier. Oh, hier. 911 Damage. Porsche. Und der T-44 kommt hierher. Ja, Junge. Hast du nicht bemerkt, wer denn auf dich geschossen hat? Das ist ein Progetto. Drei-Schuss-Magazin. Und er brennt. Und er brennt. Mach's gut. Tschüss. Ab T-44 in die russische Garage. Ich weiß nicht, ob der Mitspieler russischer Bürger ist oder sowas. Ich meine nur die T-44. Ja, russische Garage. Das meine ich nur. Keine Nation hier will ich hier angreifen. Gottes Willen, ne? Bloß nicht falsch verstehen. Bitte rausschneiden. Oh, hier der gegnerische TD. Der Schweden hat hier in den Busch reingepfeffert. Zweiter Schuss. Und der dritte trifft auch und der geht da raus. Jawohl. Der SHPTK-TVP. Ja, 2.194 Damage, 776 Aufklärungsunterstützungsschaden. Und der nächste Kandidat kommt an. T-54 Mod 1. 8er Premium-Panzer der roten Fraktion. Der ging nicht durch. Dann eben nicht. 6:5 steht es. Oh, hier pflastert noch einer her in dem Busch. Ja, der kommt nicht mehr weg.
Das haben wir gesehen, dass er voll durchging. Und auch der geht raus. Da gibt's Unterstützungsschaden. Jetzt wird hier fleißig von den Gegnern in den Busch geschossen, aber er ist hier hinten in der Senke. Ja, hier sehen wir auch, wer da geholfen hat. Ne? Stritzwagen S1. ...3000 Damage. 7:5. 5,5 Minuten sind rum. Also wirklich sehr interessante Position. Hoffentlich kann ich mir das mal merken. Ja, die TDs stellen sich dann hier auf. Ne? Und die mittleren werden auch aufgeklärt während der Fahrt. Und auch der, wie gesagt, der TD da. Nicht schlecht. Das muss ich mir wirklich merken. Ja, Arti pflastert jetzt hierher, ist klar. Ist auch ein bisschen verbrannt, die Position. Jetzt wechselt er und fährt rüber auf die andere Seite. Vielleicht klärt er was Schönes auf. Spritzwagen fährt auch weiter vor. Da geht nichts auf. Conway ist da oben in der Stadt. Hinter der Stadtmauer. Kann man so sagen. Hier scheint nichts mehr zu sein. 7:9. Ja, Conway ist leider jetzt rausgegangen. Einer von denen. Ich weiß gar nicht, ob der es war. Dann haben sie dir zwei Conway dabei. Daher habe ich was Falsches erzählt. Ja, aber... Einer, der da vorne gefahren ist, der Conway, der hinter der Stadtmauer, der war raus. Der andere steht ja noch hinten auf J4. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, der ist mit nach vorne gefahren. Hätte ich mal vorher gucken sollen, dass da zwei von sind. 9:11. Nix, Arti. Scharfotour. Auch nicht. So, da ist die Arti. Erster Schuss drauf. Oh, der zweite verzogen gerade. Da ist die Kanone nach oben gegangen, weil er schon rückwärts gefahren ist. Aber der dritte Schuss regelt. Zweiter Kill. 3358 Damage. Haben wir den WZ. Und da geht der WZ raus. 12:11 steht es. Und hier der gegnerische Conway. Gerade aufgegangen. Auto eben drauf und raus damit. Jawohl. Ja, 730 PM hier. Hat er auf ihn geschossen. Hat aber verfehlt. So. So, der Canaveral Action X. Haben wir auch gerade da gesehen. Na, Stritzwagen. Da ist die 130 PM. Ja, dreht sich um. Oh, aufpassen. Ja, die konnte nicht mehr schießen. Beziehungsweise, oder hat nicht getroffen. Er konnte die 130 PM rausnehmen. Vierter Kill. Hier ist der Knerven Action X. Hat geschossen gerade. Er fährt da rum. Und erstes Kettenrad. Dein Unterwanne. Und raus damit.
Ja, da die zwei Schuss kassiert, egal. Super Runde und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats der Runde. Wunderbar. Panzer Ass, jawohl, da oben steht auch Progetto 46M, 5 Kills, jawohl. Und was ich euch ganz unterschlagen habe am Anfang mal wieder. Und zwar die Feldausrüstung. Auf der Position 1 hat er die Lüftung, die verbesserte, die man mit Anleihen Boots erwärmen kann. Auf Position 2 vertikaler Stabilisator, auch die verbesserte. Und auf der Position 3 Optik, normale Ausrüstung. Und Position 4, die man aktivieren kann mit Bones und Anleihen. Und zwar ruhige Hand. Jawohl. Und da ist erstmal das Panzer, dann haben wir Speer, Schläger. Kämpfer, Wirkungsfeuer, 132.908 Credits, XP, kommen wir später, gemeint Teamscore, 4.191 Damage, 5 Kills, 1.646 Basis-XP und der gemeinte Report rein, 26 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 19 Mal penetriert oder durchschlagen, der 911. Porsche auf 300 Meter. Ja, dein Aufklärungsunterstützungsschaden, weitere Teammitglieder, 1.312 macht einen kombinierten Schaden von 5.503 gefahren, 4 Kilometer. Und dann haben wir hier 88.605 Credits, der abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit bleiben 1.368 Credits über. Ja, 10 Minuten hat das Ganze gedauert und dann die Basis-XP mit 2 für den ersten Tagessieg. Dann Missionsbonus 4.938 XP dazu und Bonus fürs Premium-Fahrzeug 247 macht 10.123 XP. Und 246 freier Erfahrung. Jawohl. Nette kleine Runde hier mit dem Progetto wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.